Ach, Benny, die nächsten Ableute sind da. Komm mal her. Moment. Geht hier ab. Herzlich willkommen, liebes Next Up Team hier bei uns in unserem trauten Heim, also nicht mein Heim, aber Bennys Heim. Mhm. Unsere Namen in chronologischer Reihenfolge: Benjamin Wolter, 21 Jahre jung. Wieso muss ich den Nachnamen sagen? Und mein Name ist Dennis. Dennis W. Punkt. Und wir beide haben eine kleine Show auf YouTube seit 2010 und August 2010. Mhm. Und mittlerweile knapp über 7000 Abonnenten. Also, das wächst schon sehr stark. Wir werden mittlerweile zu den größten Channel Deutschlands. Unsere Zuschauer dürfen auch an unserer Show teilnehmen, können uns immer Sachen einschicken und die dümmsten Sachen kommen in die Show. In die Show rein. Deswegen sitzen wir hier auch hier, ne? So. Du wirst hier nirgendwo hin, du spuckst hin! Nimm das in die Hand wie einen Hodensack. Das ist Baumeln. Wir möchten einfach mal eine Chance kriegen, uns auf dem breiten Publikum zu zeigen. Ja. Wir wollen unsere Zielgruppe erweitern und meinen Geist auch erweitern. Du laberst ziemlich viel Dreck, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass die ganze Sommerarbeit mit dir immer mega stressig war, weil du ein mega komischer Charakter bist. Das akzeptiere ich, weil du es mir normal vorgetragen hast. Und wenn du mit der Leberwurst den Laden verlässt, wünsch dir, diese Welt ist aus Met. Aus Met! Herzlich willkommen bei einer ganz frischen Ausgabe. Ich finde aber ganz cool, das ist butterweich. Ich habe mir die letzte rasiert. Trotzdem, das letzte ist vor 8 Jahren. Das ist natürlich schwierig für mich, in das Thema einzusteigen, wenn der Benny schon alles erzählt hat. Auf alten Gäulen lernt man das Reiten, auf alten Schiffen lernt man das Segel. Reiten. Manche Huren blasen jeden zweiten, den sie kennen, aber regen sich auf, wenn ein schönes Mädchen ein Bild im BH hochladet. Hahaha. Er hat den Flop der Woche, wir haben den Mob der Woche, der wird jetzt gerade schon gebildet, weil ich hier keine Wand habe. Wer hat die Hosen an? Also ich habe sie sehr selten an. Und was noch so kommen wird, es wird einfach noch sehr, sehr lustig werden. Wir haben sehr viele Rubriken, die noch in den Häfen stehen, die wir noch holen werden. Ja, wir würden uns aber freuen, von euch zu hören. Und ist ein bisschen wie Bewerbung rausschicken hier und bei mir kommt meistens nie eine Antwort. Naja, also lasst uns doch einfach mal gewinnen. Wäre doch ein Spaß, ich oder nicht. Ein Prosi auf die Gemütlichkeit. Hm.